und der 15. Part hier bei Pikmin. Wir sind im letzten Gebiet der fernen Quelle. Wir waren da zwar schon mal, haben aber im Grunde genommen noch nicht viel gemacht, weil ich mich ja dann dazu entschieden hatte, die anderen Gebiete noch zu vervollständigen. Das haben wir jetzt geschafft und wir können hier weiter. Es ist auch das letzte Gebiet. Ich habe ja nicht mal nachgerechnet. Wir haben jetzt 19 Teile in diesem Gebiet. Ihr seht ja, gibt es 10 Teile. Damit sind wir bei 29 und dann denke ich mal, wird es noch eins beim Endboss sein. Von daher passt das wunderbar und wir fangen hier auf jeden Fall jetzt mal an. Wir haben da schon mal sehr starke Gegner getroffen und haben diesen blasenden Elefanten oder wie auch immer ich es nennen soll. Rote, beziehungsweise ja, rot, so rot-schwarze Punktkäfer, so eine verstärkte Form halt von den Käfern. Und da stecken sogar noch Pikmin im Boden, wow. Und ich werde auch in erster Linie gerade nur... Ja, ich werde in erster Linie gerade nur blaue mitnehmen. Der Grund dafür ist, dass es ja hier ein Wassergebiet ist. Und ich werde mit dem Blauen jetzt auf Erkundungstour gehen. Und wenn ich alles erkundet habe, dann weiß ich ja, wo was ist. Und beispielsweise, wenn ich dann Bomben finde, dann kann ich ja beim nächsten Mal mit gelben Pigment dann an diese jeweilige Stelle gehen. Aber es bringt mir halt nichts, jetzt rote und gelbe mitzunehmen, weil ich damit nichts erkunden kann. Weil dann kommt Wasser, dann lasse ich sie wieder irgendwo rumstehen, dann kommt ein Gegner und killt sie mir. Deswegen werde ich jetzt nur mit Blauen auf Erkundungstour gehen, da die halt wirklich überall hin können. Das ist gerade in dem Gebiet ist es wichtig, die Lage auszukundschaften. Eben wegen den vier Wassergebieten, wo die anderen nicht hin können. Und ich bin zwar zuversichtlich, dass wir es teilemäßig schaffen werden. Oh, das Gebiet ist groß. Das Gebiet ist sehr groß. Ich bin zwar zuversichtlich, dass wir es teilemäßig schaffen werden. Aber ich werde mich natürlich trotzdem nicht zu früh freuen. So, wir nehmen 60 mit. Für den Fall, dass wieder Frösche oder so auftauchen, brauchen wir Männer. Okay, jetzt überlege ich, wo fangen wir an? Das ist so ein großes Gebiet. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Das scheint ein sehr großes Wassergebiet zu sein. Ja, wir gehen hier lang. Meine Frage ist jetzt, ihr könnt schon schwimmen, oder? Weil das sieht hier so tief aus. Ja, okay. Man kann ja anscheinend auch ganz normal stehen und alles, das sah halt, wie gesagt, wirklich so tief aus. Töte ihn. Ihr kommt mit. Ich habe nichts für Abtransport gesagt. Funktioniert es halt nicht so ganz, weil die hier manchmal so auf dem Wasser draufstehen. So, wenn wir die Gegner töten, das werden wir dann die Teile abtransportieren, wir uns fortbewegen können. Ja, nachdem mir das letzte Gebiet ja nicht ganz so gefallen hat, die Höhle, gefällt mir das Wassergebiet auf jeden Fall hier auf den ersten Blick schon mal deutlich besser. Und es ist echt dumm, dass das hier teilweise nicht richtig funktioniert. Ja, komm, dann transportiert halt ab. Weil wir es hier, es ist alles aus dem Weg. Und das funktioniert teilweise echt nicht hier mit dem Zeug da. Komm her. So. Gut, wie gesagt, wir gehen hier rüber. Was ist das? Okay, das sieht irgendwie fragwürdig aus. Egal. Und hier sind Bomben. Okay, das ist interessant. Und wir müssen hier tatsächlich mit roten hinkommen. Ich glaube es nicht. Bzw. mit gelben, weil da Bomben sind. Ich meine, okay, was heißt müssen? Müssen wir gar nichts. Aber ihr wisst, was ich meine. Das scheint irgendwie hier so die Vorläufer von diesen... Hä? Hä? Moment, was? Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Was für ein... Inwiefern? Die haben doch... Ach, der hier. Der kommt da nicht weiter, weil die nicht durchs Wasser gehen können. Dann muss ich die Brücke bauen, oder wie? Komm mal her hier. Kann die jetzt mal jemand töten? Kann mal jemand den Gegner da töten? Kann mal jemand den Gegner töten? Dankeschön. So, okay. Alle herkommen. Ja, kommt jetzt alle her. So. Ihr baut mal die Brücke. Und ihr hier kommt mit. Hier war doch irgendwo ein Teil, genau da links. Können wir da irgendwie ran? Ja, können wir tatsächlich. Indem wir einfach nur da hochlaufen. Liegt das da wirklich einfach so auf dem Präsentierteller oder gibt es da irgendeine Falle? Kommt mal mit. Also irgendwo muss ja eigentlich der Haken sein. Ich meine, das kann nicht sein. Ja, wahrscheinlich die hier drüber lotsen, das wird wahrscheinlich schon schwierig genug.
nicht ganz. Ich will ihn wieder hochbringen. Also nicht. Fast. Nein! Ah, das wird jetzt echt ekelhaft. Wieder hochbringen. Kommt mal mit. Weil ich halt wirklich immer wieder drumherum steuern muss. Bevor dann die Brücke steht. Kommt mal mit, kommt mit. Ich hoffe, dass sie dann noch da langlaufen können. Vorhin konnten sie es ja nicht. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Sind es genug? Ja, sind es. Ja, geil. Das hat der richtig super gemacht wieder. Genial. Genius. Der Reparaturbolzen. Dieser Roboterwunder kann einfach alles im Schiff reparieren. Und das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pfannen finde ich einfach langweilig. Okay. Kann ich euch von hier aus auch da hochwerfen? Ja, kann ich. Dann helft den mal. So. Denke mal, ich bin hier irgendwie am Schwimmen, aber eigentlich bin ich ganz normal auf der Oberfläche. Wo wollt ihr den denn hintragen? Okay, es geht doch. So, wo war jetzt die anderen? Habt ihr die Brücke langsam? Nee, habt ihr nicht. Das wird eine riesen Brücke, holy. Was zum Teufel? Okay, wie gesagt, ich höre jetzt erstmal, was hier noch ist. Hier sind Bomben. Und da drüben sind Dinger, diese Scheiben fertig zu sein mit der Brücke. Liegt wieder ein Teil rum. Oh, stille Erleichterung, meine Massageeinheit. Einfach an den unteren Rückenbereich legen und einschalten. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen, da mein Rücken seit dem Crash fürchterlich schmerzt. Ach, welch süßer Fund. Okay, wir müssen den irgendwie killen. Am besten mache ich das dann mit. Ja, am besten mache ich das mit Roten. Aber die Frösche hier sind auch noch so ein kleines Problem. Komm mal mit. So. Wie gesagt, ich glaube, ich mache das jetzt mit Roten. Das bedeutet, ich liefere euch ab. Es könnte eventuell ein wenig gefährlich werden, weil ich fürchte, dass er die irgendwie wegschmeißen wird. Also so von wegen, die gehen auf seinen Rücken und er wirft sich von sich ab ins Wasser. So wie die anderen Viecher es auch mal gemacht haben. Und da hinten sehe ich Feuer. Interessant. Aber wir probieren es auf jeden Fall. Sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter-Bolzen, was auch immer. So, es fehlen noch 9. Okay. Naja. Rein mit euch in die Zwiebel. Euch kann ich gerade nicht gebrauchen. Und wir holen uns rote. Und eventuell ein paar gelbe. Weil da waren Bomben. Ich weiß halt noch nicht, wofür ich die Bomben brauche. Ich denke, deswegen lasse ich es auch erstmal, ja. Ich gehe jetzt nur mit diesen 30 los, weil eine kleinere Gruppe kann ich hier besser koordinieren. Die anderen fallen mir nur ins Wasser. Ich hier versuche mit so einer riesen Mannschaft entlang nicht jetzt abtransportieren. Okay, Drauf. Ja, gut. Er wird zwar wieder eine Menge töten, aber gut. Wie gesagt, er wird eine Menge töten, aber wir haben es ja auch fast. Kommt alle her. Es ist nicht so schlimm. Wir brauchen die Roten hier nicht großartig. Es geht nur darum, jetzt die Gegner zu killen. Kommt der hier alle. Wir haben es fast. Wenn du sterben jetzt alle. Aber. Kommt der. Fuck. Drauf da. Drauf da. Ja, sie schaffen es nicht. Ich brauche Verstärkung. Das dachte ich mir schon. Macht aber nichts, denn wir haben die Gegner fast down gekriegt. Macht gar nichts. Es tut mir jetzt leid für die Roten, aber es ist ein notwendiges Opfer, sagen wir so. Ist ein absolut notwendiges Opfer gerade. Viel braucht er auch nicht mehr. Transportieren den dann ab, dann haben sie wieder genug. Wir nehmen nochmal 30.
Und hier die blauen noch, die können nämlich dann das Zeug da hinten mit abtransportieren. Mein, wenn sie eh schon alles Blumenpigment rumstecken, dann kann ich sie auch mitnehmen. So. Komm mit. Die Frösche müssen wir auch noch killen. Die Frösche sind natürlich ekelhaft. Aber ich glaube, im Wasser können sie nicht so stampfen. Da können sie, glaube ich... Ja, das habe ich befürchtet. Ihr seid schon wieder so blöd hier. Ohne Witz. Sind wieder alles Blattpigment und man merkt es direkt auch am IQ. Ach komm, ernsthaft, jetzt seid ihr ernsthaft so blöd dazu. Ihr sollt aus dem Wasser raus. Ihr seid dümmer als ein Sack Reis in einer chinesischen Großstadt, ohne Witz. Ein IQ von 2 habt ihr. Wow. Also ich habe selten so blöde Handlanger in irgendwelchen Spielen. Wenn die fallen nochmal ins Wasser. Die fallen sowas von nochmal ins Wasser rein. Wenn ich jetzt dann auf Rückweg, ich sehe schon kommen. So. Drauf da. Töte den jetzt. Sind nur Blattpigment, aber komm, die Menge macht's. Gut, geht doch. Mann, war es denn so schwierig, ohne Witz. Macht jetzt. Schafft ihn weg. Ihr habt einen IQ von unter 0. Wow. Ja, jetzt kein Bock mehr, oder? Jesus Christ. Probiert's nochmal. Vielleicht steppt ihr beim zweiten Anlauf. Alter, seid ihr eigentlich zu dämlich dazu. Ohne Witz zu blöd dazu. Wir sind zu blöd dazu, den Gegner da weg zu transportieren. Ach. Habt ihr schon geschafft? Ja, das ist ja natürlich wunderbar. So, jetzt hier. Ran da. Aber ich brauche 30, das reicht doch nicht. Fuck. Okay, dann muss ich mal eben schnell noch welche holen. Macht keinen Scheiß, wenn ich mir jetzt ins Wasser falle, Alter, ich flipp aus. Okay, blau. Oh, der Elefant ist auch wieder da. Ich muss aufpassen. Der Elefant ist wieder da, Leute. Der Elefant. So, 18 reicht vollkommen. Es geht ja nur ums Tragen gerade. Kommt mit ins Wasser. Wenn ihr jetzt da nämlich langlauft, dann fürchte ich, dass wir die wieder abdrängen und die dann irgendwo reinfallen. So. Die blauen sind wenigstens intelligent. Wir hätten es theoretisch auch mit den Bomben probieren können, da hätte ich halt gelbe mitnehmen müssen. Aber ja, war nicht nötig. So, ihr transportiert es ab. Jetzt verlassen wir einfach mal drauf, dass ihr es hinkriegt. Boah, der Sonnenuntergang hier sieht so toll aus in dieser Welt. Ohne Witz, das ist mit Abstand die beste Welt bisher. Oder der beste Ort, je nachdem. Welten in dem Sinne, es ist ja nur eine Welt. Gut gemacht. Und ich muss den Elefanten darunter kriegen. Dafür kommen jetzt gelbe mit. Dafür kommen gelbe mit. Ich versuche den Elefanten noch irgendwie zu killen. Jetzt haben wir halt hier nicht viele gute Pigmen. Die sind halt alle nicht weiterentwickelt. Aber darum geht's nicht. Darum geht's absolut nicht. Vorsicht. Vorsicht vor seinem Blastings da. So stark ist der Elefant nicht. Ich muss halt wegen der Pustetechnik ein bisschen aufpassen, aber der Rest ist ja eigentlich machbar. Das ist eigentlich absolut machbar. Jetzt ist halt ein bisschen eine blöde Stelle, weil ich vor ihm bin. Ja, das war jetzt natürlich wieder dämlich von mir. Komm raus da, ich hab jetzt keine Zeit für euch. Rettet euch einfach. Ich will jetzt drauf mit roten, bitte. Wir brauchen gerade ein bisschen Kämpfer. Genau. Den hätte ich eigentlich gerade noch zu Fall gebracht. Und jetzt kommt gerade das Teil im falschen Moment an. Ich war beschäftigt. Aber dann können die mir jetzt gleich mithelfen. Wir haben Massageeinheit. Ich war in letzter Zeit so lange unterwegs, dass ich kaum erwarten kann, sie zu nutzen. 21 von 30 Teilen, ja.
Hier, packt mal mit an. Drauf da. Gut, gut, sehr gut. Gut gemacht, Leute. So, und da haben wir viel Gelb. So, Blau schaffen wir weg. Blau haben wir gerade nach wie vor immer noch genug. So. Haben wir jetzt hier noch irgendwas zu tun? Hier, helft ihm mal. So, und die Roten kümmern sich um das. Zum Ersten sind die Blattpigmen gerade eh nicht zu gebrauchen. Da drüben haben wir noch ein paar kleine Gegner. Hier, macht das mal auf. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Nektar. Ich muss kurz auf die Karte schauen. Haben wir jetzt hier... Ja, da ist noch ein Teil. Da komme ich aber auch nur mit dem Blauen ran. Das sehe ich schon, weil das im Wasser ist. Und dann haben wir hier drüben den ganzen Bereich. Da sind jede Menge Teile. Und da hinten haben wir noch was. Okay. Dann wissen wir ja ungefähr, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, es geht ganz gut voran. Zwei Teile jetzt an dem einen Tag. Dafür, dass ich im Grunde genommen mich auch in dem Gebiet noch nicht auskannte, ist das super. Und da brauchen wir Bomben. Also ich werde da drüben, wo wir die Bomben brauchen, dann auf jeden Fall mit Gelben hingehen. Beziehungsweise die Bomben von da drüben holen und dann halt... Habt ihr's? Gut, wunderbar. So. Das, was hier noch rumschwirrt, kommt zu mir. Wir sollten alle haben. Der Rest steckt im Boden. Hoffe ich. Und selbst wenn, dann ist es auch nicht viel, die jetzt drauf gehen. Ja, war ein guter erster richtiger Tag hier, könnte man sagen. Damals, das war ja nur kurz angekommen und mal umgeschaut. Also das Gebiet macht echt einen guten Eindruck. Das Problem ist halt durch das viele Wasser, die dumme KI, die fällt halt dauernd rein. Ihr habt es ja bei der Brücke gesehen. Oh, da war noch ein Blauer, das tut mir jetzt leid, aber dich habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich sind da irgendeiner Wand hängen geblieben oder so. 20 Tage seit Absturz. Während ich die Pikmin beobachte, wie sie gegen die anderen Kreaturen dieser Welt kämpfen, wundere ich mich, wieso sie mich nie attackieren. Ob sie in mir eine Art Vaterfigur sehen? Ein seltsamer, beunruhigender Gedanke. Warum? Ist doch toll. Ja, größtenteils Rote halt heute verloren. Aber ist okay. Wir haben immer noch genug. Dass wir von den Roten mal am wenigsten haben, hätte ich auch nicht gedacht. Sollte eventuell da doch mal wieder ein paar produzieren davon. So, auf jeden Fall, wir haben zwei Teile, war ein erfolgreicher Tag, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.